Wir befinden uns hier im Schondorfer Ortsteil Miedelsbach in einem Industriegebiet. Hier ist die Feuerwehr Schondorf gegen 13.30 Uhr am heutigen Tag alarmiert worden zu einem Gebäudebrand. Ja, vor Ort oder auch bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar hier über dem Industriegebiet. Beim Eintreffen stand dann die Halle eines Betriebs bereits im Vollbrand. Das Feuer drohte auf das angrenzende Wohn- und Geschäftshaus überzugreifen. Das konnte aber dann durch eine schnelle und starke Riegelstellung glücklicherweise verhindert werden. Schwierigkeiten an sich gab es teilweise durch Gasflaschen, die hier auch teilweise detoniert sind. Das heißt, wir haben aber entsprechend Abstand gehalten und die Gasflaschen gekühlt. Anderweitig gab es sonst keine Schwierigkeiten. Ja, es gab leider 3 Verletzte, von denen einer mit Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Also in der Halle wurde auch mit Ölen und Verdünnungsmitteln gearbeitet. Wir haben jetzt glücklicherweise erstmal verhindern können, dass dieses kontaminierte Löschwasser in die nahegelegene Wieslauf läuft. Das heißt, das Wasser läuft aktuell nur in die Kanalisation und wird jetzt von der Kläranlage entsprechend aufgefangen. Ja, die Nachlöscharbeiten werden sich jetzt noch eine ganze Weile ziehen. Wir werden jetzt die Glutnester lokalisieren in der Halle und die Halle auch teilweise ausräumen. Also wir haben feuerwehrseitig aktuell 15 Fahrzeuge und rund 80 Einsatzkräfte von den Abteilungen Miedelsbach, Haubersbronn, Schombach und Stadt im Einsatz. Zusätzlich noch die Polizei mit 5 Fahrzeugen und rund 10 Einsatzkräften. Wir wurden gerufen zu einem Gebäudebrand in einer metallverarbeitenden Firma. Wir sind hier eingetroffen, als das Gebäude im Vollbrand stand, waren schon 2 Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort, bis ich dann die Einsatzstelle erreicht habe. Wir haben hier anfänglich 3 verletzte Personen vorgefunden. Eine davon war leicht verletzt, musste keiner Klinik vorgestellt werden. Die zweite verletzte Person war mittelschwer verletzt, musste mit Verbrennungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Dann hatten wir noch eine dritte verletzte Person, die ins umliegende Krankenhaus gebracht wurde, mit dem Rettungswagen und dem Notarzt zusammen. Wir waren hier insgesamt mit einem Rettungshubschrauber, einem Notarzt-Einsatzfahrzeug und insgesamt 4 Rettungswagen, der Einsatzgruppe Akut und dem Einsatzleitwagen des Rettungsdienstes. Unterstützung.